Okay, Leute, es geht weiter bei Chrono Trigger und... Was ist das? Der Viech guckt mich an und ich werde weggebeamt, warum auch immer. Ja, dann... Mal schauen. Was auch immer jetzt hier ist. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Hä? Was zum... Was sind das denn? Blobs und Aliens. Aber ein bisschen falsch geschrieben. Venusfalle. Auf Blob. Mal gucken, was die uns geben. Die küsst echt Blobs. Naja. Magiering. Schön. Das ist so was Feines. Das ist so was Feines, ist das doch. Was geben uns diese Aliens? Die Aliens. Mal gucken, was sie uns geben. Und? Magiepille. Ja, super. Machen wir kaputten. Was? Was haben die gemacht? Die haben Magus getötet? Die Schweine! Ja, Magus zieht sich seinen Handschuh wieder zurecht. So. Mann. Mann, no. Venusfalle nochmal auf diesen merkwürdigen Blob. A Boy and his Blob. Magiering wieder erhalten. Und wir greifen jetzt den anderen Blob an. Ist auch kaputt. Ist die Aliens. Mal gucken, was die da eigentlich drauf haben. Gegenangriff im Kampf. Ach. Das ist das, was sie machen. Ja dann. Dann weiß ich ja, was sie jetzt immer vorhaben. Ja dann, dann ist das ja was ganz anderes. Dann ist es ein anderes Paar Schuhe. Okay. Heilen wir mal wieder unsere gute Eile auf. Und machen wir mit den beiden... Beastwurf. Mal gucken, was dieses Alien dazu sagt. Und Magus heilt sich. Das ist ja eine lustige Kombo. Oh Mann. Also diese Kombo werde ich gleich nochmal machen. Die war lustig. Die tat gut, aua. Ne, Venusfalle nicht. Beastwurf. Beastwurf war sehr, sehr lustig. Uga Buga Bang Bang. Kurzwürfe. Yay! Bam! Ja. Das war's für ihn. Tja. Ordentlich Punkte, ordentlich Geld und ein Schild erhalten. Mal gucken, was dieser Magiering bringt. Vielleicht ist das der Gegenstand, den ich die ganze Zeit suche. Nee, ist es nicht. Schade. Ich suche einen Gegenstand. Die Fliehweste. Nee, die brauche ich nicht. Da ist eine Schatzkiste. Mit einem Elixier drin. Die nehmen wir doch glatt mit. So, was haben wir denn noch hier? Na komm. Magus schwebt so genial hier über den Boden. Mann, oh. So, ah, die Gegner kennen wir ja wieder. Ja, die kennen wir ja schon. Die können uns ja eigentlich nichts. Die rennen ja immer nur weg. Wenn, dann rennen sie nur weg. So wie jetzt. Bei meinen kriegen wir Geld für die Viecher. So. Hier ist nichts mehr für uns. Aber hier oben bestimmt da eine Schatzkiste. Da ist eine Schatzkiste. Mit einer Hasspille drin. Wow. Ah, ihr schon wieder. Okay. Leute, ihr wisst, was das heißt. Beastwurf. Ich finde diese Kombo genial. Und weite Würfe. Die machen ja nichts. Die lassen wirklich alles aufs über sich ergehen. Beastwurf. Bums. Das war's. Magus erreicht das nächste Level. Ja, die lassen ja alles über sich ergehen hier. Ist ja wirklich ein bisschen harmlos. Megalixier. Ich werde mal ein Elixier jetzt auf Robo schmeißen, weil ich glaube, der hat keine MP mehr. Ja, genau. So. Mann, 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 Leute. Oh, wir speichern. Das sieht nicht sicher aus hier. Ja, eine Unterkunft. Auch auf Nummer sicher. So, was bringt das Kraftmal? Heilt. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Mhm. Ja, dann. Was ist hier? Was zum? Hä? Lustiges Farbenspiel, oder wie? Hä? Wer ist denn das? Gigamutant. Okay. Venusfalle. Der will uns wieder einschläfern. Ja, das hat ja nicht ganz geklappt, glaube ich. Wir küssen ihn mal. Den Kopf. Mal gucken. Reflexring. Schön. Und er bezieht uns wieder... Und er bezieht wieder MP von uns.
Tatsache, er bezieht echt MP von uns. Ich habe jetzt eigentlich das aus Spaß gesagt und er bezieht uns echt von MPs. Mal gucken. Was hat er? Schlagring. Kennen wir doch schon. Wir machen erstmal den unteren Boden wieder kaputt hier. Würde ich sagen. Flip. Oh, der hält jetzt ganz schön was an Angriffen aus. Das heißt, da sollten wir unsere Tags verwenden. Ich glaube, ich werde gleich mal die Antimaterie rausholen. Ja, werde ich definitiv machen. Aber erstmal den Dreierkick mal gucken, was macht der für einen Schaden. Oder wie sieht der überhaupt aus? 1, 2, 3. Okay. Und der kontert. Der kontert, indem er uns MP erzieht. Dann werden wir die Antimaterie rausholen. Mal gucken, schwarzmagischer Angriff. Alter Spalter. So. Den kennen wir ja schon, die Antimaterie. Und? Oh ja. Viel schönerer Schaden geht eigentlich kaum. Ein Ethermedium wieder auf unseren guten Magus. So. Ey. So haben wir das aber nicht gerettet. Ein Tonic voll. So. Und ein Tonic Med. Zack, steht der wieder wie ein Prophet. Strahl, Gewitter, was auch immer. Nicht für unseren Markus Schimmer. Oh Mann, ich sollte wirklich mit dem Reim aufhören. Naja. Treffen wir mal wieder mit der Antimaterie. Und er bezieht wieder MP von uns. Warum auch immer er das macht. Das ist mir wirklich schleierhaft. Schmatzer, 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 Schmatzer. Drauf. So. Ist er wieder einigermaßen auf dem Damm. Das Hassding, das ist echt gut. Mutantengas, wir vergiften. Bringt aber bei denen nichts hier. Die sind ja alle so geskilltet. Ja, Schock. Wir machen mal einen Schock mal hinterher. Gucken, ob der auch noch Schaden macht. Und? Oh ja. Der Fuß ist besiegt. Ja, okay, das bringt aber auch nicht viel, wenn sie das mitmacht. Antimaterie. Und das bringt jetzt auch nicht mehr. Wir warten jetzt. Dann schalte ich mal ganz spontan. Das war's nämlich für den Gigamutanten. Tech-Punkte kriegen wir nicht mehr von dem. Das war ja kein Gegner. So, Megalixier. Da-dum-bim. Alle wieder auf Vordermann. Und wir gehen weiter. Was zum... Wo kommen wir jetzt hin? Ja. Ich würde sagen, wir sind mal wieder auf einem Aufzug. Wo es auch immer jetzt hingeht. Jetzt geht's wieder nach oben. Toll. Was ist das hier für eine Endlosschleife, dieser Ort? Toll. Die kennen wir ja schon, die Ruminatoren. Die waren ja für uns keine Gegner. Die fressen sich ja immer gegenseitig. Und wir können jetzt eigentlich nur noch Skills lernen. Techs nicht mehr. Muss ja nochmal nachgucken. Techs müssen eigentlich alle haben. Das Einzige, was noch lernbar ist, sind Dreier-Kombos. Deswegen nehme ich mal jetzt Markus raus und hole Luca rein. Und bring, Chrono noch mit rein. Nee, Frog noch mit rein. Denn die beiden haben, glaube ich, noch keine Skills zusammen erlernt. Glaube ich. So. Oh. Ja, die kennen wir ja noch. Und Luca hat ja ihre geniale Waffe, die er teilweise mit den Zahlen ausgleicht. So. Ja, da kommen die Wurfkit, die Ticks nehme ich alle hinterher. Ich werde auf jeden Fall alle Ticks noch lernen lassen. Fledermäuse. Oh nö. Oh nö. Das muss ja jetzt nicht sein, ne? Das musste ja jetzt echt nicht sein, dass ihr hier auftaucht. So. Aber immerhin haben wir gegen euch gewonnen. Wer war das jetzt mit den 2 Lebenspunkten? Luca. Hockler. Hockler, wer sonst? So. Mann, oh. So, nochmal. Und nochmal. Läuft. Zack, zack, zack. Das sieht mir eigentlich schon alles sehr suspekt aus. Was taucht hier jetzt auch wieder so ein Toaster oder was? 2 Toaster! Oh Mann. Okay. Wie war das nochmal? Toll. Blutkick. Machen wir mal einen Blutkick gegen den Vieh. Mal gucken, was der Blutkick bringt.
Guten Schaden. Habe ich das schon gesagt? Inferno-Wurf. Okay. Zack, zack. Und. Ui. Also die Schaden gefallen mir von den Combo-Tags. Und ich kriege immer wieder ein Elixier. Das ist auch toll. So, ein weiteres Elixier für Ayla, damit sie ihre MP zurückbekommt. So. Hier geht's rein. Wow. Bildschirme. Ja, okay, von denen habe ich ja nichts zu befürchten eigentlich im Grunde genommen. Von denen lerne ich ja nichts mehr. Nehmen gerade die mal an. So, speichern. So. Unterkunft. So. An dieser Stelle noch eine Schatzkiste mit einer Hasspille drin. Noch mehr Gegenstände, an die ich jetzt momentan nicht drankomme, weil... Terra-Mutant! Meine Güte, die holen ja nur noch Gegner hier raus. Was ist denn da los? Erstmal den Großen hier beklauen. So. Was hat der? Muskelring. Mhm. Sehr schön. Und der untere, was hat der? Der Boden? Also Mutanten-Norm, was gibt's hier? Ein Kraftsiegel. Oh. Wir machen ja gar keinen Schaden gegen den. Oh doch, Frog hat Schaden gemacht. Oh, wie nice. Jetzt beziehen die sich gegenseitig. Mann. Greifen wir mal den Kopffuß an und den können wir auch schaden. Nimmt Leben LP wird 1. Ja, super toll. Das sind die Texte, die ich liebe. So. Chaoszone? Ja, sicher. Oh nein, Frog ist verwirrt. Ach man, oh. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt weiß ich, was ich mache. Jetzt bin ich clever. Jetzt bin ich nicht dumm. Ich warte, bis Eile am Zug ist und hol den Dino raus. Der dürfte ja jetzt gut Schaden machen, rein theoretisch, nicht wahr? Ja, toll. Bringt auch nichts. Kraft 2 auf Eiler. Ich möchte mal wissen, wie ich den besiegen kann. Wie mache ich den kaputt? Weil wenn ich den Fuß unten angreife, kommt wieder nimmt Leben. Blöder Skill. Ganz blöder Skill. Ehrlich gesagt, ganz, ganz blöder Skill. Dreierkick auf den Kopf. Mal gucken. Also, dieser Kampf ist 100% improvisiert. So, mal gucken. Vielleicht greift er ja irgendwann mal wieder seinen Fuß an, so wie jetzt. Und dass sein Fuß stirbt. Abstirbt. So in etwa. Fackel. Das ist die stärkste Feuerattacke. Das will ich aber nicht benutzen. Muss er seinen Kopf angreifen. Immer wieder so einen blöden Angriff. So, da kriegst du bestimmt einen Schlecker. Genau. Zack, alle mal heilen hier. Hallo. Hallo. Ist das mal gut? Blödes Vieh. Wie kann man den besiegen, Leute? Man kann doch eigentlich nur ihn besiegen, indem man ihn dazu bringt, sich selbst zu fressen. Und er verwirrt wieder. Na toll, Frog ist wieder verwirrt. So. Fang mal wieder an, deinen Fuß zu fressen. Jetzt hat er wieder versucht, den Fuß anzugreifen, der dumme Post. Okay. Immerhin. Frog. Ja, okay, Frog. Frackenpunkt. Okay, nein. Beleben wir unseren guten Froggy wieder. Jetzt wollen wir, bis Frog wieder dran ist. Wenn er überhaupt wieder dran kommt. Der macht er das Langeweile. Der frisst seinen Unterkörper aus Langeweile. Das muss man sich mal reintun. Dann schmeißen wir mal ein Elixier, mal gucken. Oh ja. Nimmt Leben. Ja, die Tech kennen wir ja mittlerweile. So, jetzt sind alle wieder Vordermann.
Und wir greifen wieder den Kopf an. Das wird ein langer Kampf. Ich weiß zwar nicht warum. Was bringt mir das eigentlich, den zu bekämpfen? Vor allem, wie ist eine andere Methode, irgendwas anzugreifen? Ne, man kann nur den Terramutant oben und unten angreifen. Mann, das ist doch irgendwie ein blöder Kampf. Muss man hoffen, dass er sich die Kraft von dem Fuß wegfrisst, so wie jetzt wieder. Dass er seinen Fuß auffrisst. Ich wüsste jetzt nichts anderes. Oder muss man irgendwelche Tags anwenden, damit der Kopf geschwächt wird? Ist der Kopf mit Magie zu schlagen? Ich weiß es nicht, Leute. Gucken wir mal. Ne, mit Eiler bestimmt nicht. Rote Nadel, Linienbombe trifft gegen einen Reiher. Das will ich gar nicht. Rote Nadel, Flammenstoß trifft eigentlich nach. Ja, machen wir das doch mal. Und? Mal gucken. Ja, das macht Schaden. Das macht Schaden auf den Kopf und dadurch frisst er sich seinen Unterkörper weg. Ja, da haben wir es doch schon. Leute, da haben wir das Geheimnis doch schon entdeckt. Da haben wir es doch schon entdeckt. Naja, hat nur ein bisschen lang gedauert, bis ich das verstanden habe. So, ja. Glutkick trifft Gegner. Machen wir auch mal. Und dann macht Frog mal Wasser auf den Kopf. Der scheint ja von Magie anfällig, auf Magie anfällig zu sein. So, ja, der ist auf Magie anfällig auf jeden Fall. Und da können wir auch wieder eine Schlagblase machen. Wunderbar. Ich hoffe nur, dass das klappt. Nein, Frog ist verwirrt. Autschen. Immer das gleiche mit dem Typ. So. Blutkick. Blutkick auf den Kopf. Das heißt, wir müssen den Kopf kaputt machen. Ja, Frog, das war schön. Und wieder ein Feuerangriff. Sind immerhin auch wieder alle an Bord. Blutkick auf den Kopf wieder. Bumm. Wasser auf den Kopf. Macht er wieder Chaoszone. Ich hätte Frog vorher heilen sollen und dann irgendeinen Rüstgegenstand geben sollen. Immer diese Schleimis. Mann, oh. Ja, gut, dass er daneben schlägt. Eigentlich so schwierig ist der Kampf nicht. Man muss nur wissen, wie man es angeht. Ja, kann ich mit den beiden irgendwas kombinieren? Eine Schlagblase kann ich machen. Schön. Okay, die bringt jetzt nichts. Ja. Dann warte ich mal jetzt lieber, bis Frog da ist. Ja, Frog ist da. Schmeißt ein Mega-Elixier, dass wir alle mal auf Vordermann sind. Und dann können wir nämlich wieder den Glutkick rausholen für den Typ. Der ist ja gegen Feuer anfällig. Hätte ich das mal eher gewusst. Ist ja eigentlich so einfach, der Kampf. Im Grunde genommen. Irgendwann hat er auch seinen Unterkörper bestimmt aufgefressen. Weil er macht das ja ohne Rücksicht auf Verluste mit seinem Unterkörper. So, Blutkick. Wasser. Mann, oh, hör doch auf damit, Frog. Der bezieht sich immer die Energie da unten unterher. Vom Kopf, vom Fuß her. Gut, dass Frog so blind ist. Ein blinder Frosch. Sozusagen. Dann mal einen Äther schmeißen. Ich bin jetzt wirklich ein Elixier auf Frog, der es überhaupt nicht braucht. Oh, ich dumme Horst. Komm, du brauchst ein Elixier. Du brauchst nämlich wieder ein paar MP. So, rote Nadel. Rote Nadel mal ausprobieren. Kann er nicht mehr ausprobieren. Oh, Frog, du Idiot! Ja, okay, Frog wieder beleben. Mann, das ist so ein lästiger Kampf. Der ist nicht schwierig, der ist einfach nur lästig. Empfinde ich. Ich empfinde diesen Kampf einfach nur als lästig. Mann, ey. So ein unnötig schwerer, unnötig langgezogener Kampf ist das. Obwohl es ja meistens bei diesem Spiel so, dass die Kämpfe einfach nur in der Länge gezogen sind. Unnötig. So, da haben wir doch bestimmt eine rote Nadel, die wir sofort verwenden können. Da haben wir sie doch.
Und mal so ein Tonic voll wäre nicht schlecht für Luca, dass sie mal stehen bleibt. So. Das ist ein bisschen lästig, dieser Kampf. Ein bisschen viel. Rote Nadel. Bam. Das ist wieder dieser Skill, okay. Na gut, dass ich keinen Schaden mache, das ist ja das Problem. Ja komm, ist gut. Der bezieht immer die Punkte von anderen. Nee, Quackfackel, heftiger zweimal Schaden, mehrere, das will ich ja gar nicht. Blutkick wieder, der macht gut Schaden. Der Gegner ist einfach nur lästig. Vor allem dieses Verwirren, das stört. Dieses Verwirren, das fehlt schon wieder ein Zug durch. Und der bezieht sich die MP, die HP immer von seinem Unterkörper. Ah, ist das schön. So, Frog müssen wir jetzt wieder beleben und dann müssen wir wieder Quakendruck machen. Das macht wenigstens wieder Schaden. Wo ist Belebung da? Wir hoffen, dass er nicht Frog angreift. Damit er Quakendruck machen kann und nicht verwirrt wird. Mann, er ist schon wieder verwirrt. Das ist so lästig. Ich hasse diesen Kampf. Einfach nur aufgrund der Tatsache, weil er so lästig ist. Quakendruck. So. Danach holen wir sofort einen Megalixier raus. So. Das macht noch nicht mal mehr Schaden, da ist ja das Schlimme. Wenn das wenigstens Schaden machen würde. Meine Güte, wann hat er seinen Unterkörper nicht mal absorbiert? Geklaut habe ich ja alles schon. Das Blöde ist, dass Eila eben halt keinen Elementarschaden macht. Für diesen Kampf hätte ich die Gruppe echt tauschen müssen. Aber ich wollte ja die Gegenstände haben. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das für Gegenstände sind. So weit bin ich schon. Mein Gott, ey. Endlich. Endlich hat er seinen Unterkörper weggefressen. Wurde doch mal Zeit. Jetzt kann man ihn wenigstens mal angreifen damit. Sein Angriff mit seinen Gegnern. Mit seinen Gegnerzügen. So. Gucken, wie viel Schaden machen wir damit nochmal. Was zum Geier? Hallo? Ansonsten geht's nur danke, oder? Sag mal. Das war's. Tja, Leute. Doch besiegt das Vieh. Luca, Frog aufgelevelt. Schön. Was finden wir hier? Ein Weißstein. Und ein Megalixier. Toll. Tja, Leute. Wir gehen mal eine Unterkunft benutzen. An dieser Stelle werde ich dann wieder einen Schnitt machen. Nachdem ich jetzt hier die ganzen Golems besiegt habe. Ist das auch, sag ich mal, angebracht. So. War auch ein unnötig langgezogener Kampf. Ja, liebe Freunde, schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Chrono Trigger, sprach der Raven hat nimmer mehr.